ne, bin ich ja älter geworden. Mm. Und in meinem Alter muss man jetzt das Essen zu Brei verarbeiten, damit man es noch essen kann. Weil, habe ich noch keine Probleme. Weil das mit den Zähnen und so, wisst ihr ja, ne? In dem Alter ist das schwierig. So, deswegen mache ich jetzt hier Matschepauke mit Spinat. Richtig. Ja. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Anstoßen auf deinen Geburtstag? Wir feiern heute ein bisschen, habt ihr schon gemerkt, ne? Ist das deine? Ja. Sehr schön. Ich hab ja zum Geburtstag einen guten Tüten gebracht. Das ist auch schon einer leer. Ja, gut, war gut. Der war sehr gut, der Elephant. Ja. Ja. Ja, so. Der Benz hat mir nämlich Gin geschenkt, Leute. Hab ich euch eben schon gezeigt und der war mega lecker. Ja? Ja, das freut mich. Voll geil. Nicht umsonst gekauft. Voll geil. Nee, aber wenn ihr noch was haben willst, muss ich beeilen. Köln Essigfabrik und ich habe schon wieder, ich habe noch eine Torte bekommen. Neben einer Gin-Sammlung habe ich hier eine Schlagzeug-Mohrenkopf-Torte gekriegt. Zeig mal her. Ist die nicht geil, Leute? Oh. Mit Becken und, ne? Die ist ganz schön cool geworden. Voll geil, vielen Dank. So Leute, für euch bei Analux am Merchstand. Erzähl mal, was habt ihr hier Schönes alles? Wir verkaufen natürlich die ganzen tollen Sachen von Analux. Ja. Venis, ja. Was du machen möchtest, Feuerzeuge, ja. Alles, was das Herz begehrt. Ich nehme die Sticks. Ich habe Sticks entdeckt, Leute. Sticks. Ja, genau. Wie geil ist das denn? Ich muss mal hier mit unserem Mercher reden, dass wir auch Sticks kriegen. Das ist mega geil. Herr Lindemann wird man verglichen oft und mit Frau Nina Hagen. Und auch mit Herrn Heino. Und ich habe gedacht, ja, warum nicht? Alles erfolgreiche Menschen. Also rolle ich auch das R. Hier ist die Erklärung dafür vom Anfang. Ich rolle das.